So, hallo, meine Damen und Herren. Ja, willkommen zu einer weiteren Stream. Mir, den lieben Gamey und den Gecko. Das ist eine Aufnahme, kein Stream. Huch. By the way, Digga, das rauscht so extrem gerade bei dir. Was ist denn da kaputt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, warte denn. Ich stell dich mal kurz 10% leise. Nee. Sorry, der hat Audacity mich nämlich schon wieder auf 100 geballert oder so. Das kann sein. Ja, Er hat's auch. Hat's auch, okay. Ja, an der Stelle begrüße ich ganz lieb und ganz herzlich zu einem, ja, weiteren Nazi-Zombie-Schrömchen. Wir spielen jetzt hier allerdings keine Ewigkeit. Das ist jetzt nicht Sinn der ganzen Sache, sondern... Wir spielen nochmal eine Runde auf so, The Final Reich. Ist das hier jetzt wieder gut von der Quality? Das ist besser, das ist deutlich besser, ja. Ja, wie gesagt, das ist. Manchmal stellt Audacity mich einfach auf. Zum Beispiel wie jetzt auf 88%. Huch! Huch! Ja, aber es ist von Audacity selber. Ich habe manchmal keine Ahnung, was da passiert, aber. Ja. Ja, wir haben jetzt auch. Ich zeige das hier nämlich gerade. Neben The Final Reich und das größten Haus haben wir jetzt auch The Darkest Shore, The Shadowed Throne. Dann haben wir noch einmal Bodega. Steht da dann Cervantes. USS Mount Olympus. Altar des Blutes und The Frozen Dawn. Ja, wir werden The Final Reich heute spielen, weil der Gamey hat dieses TLC-Zeugs noch nicht, deswegen, Nee, das ist, auch noch ein bisschen zu doch. Wenn das runtergesetzt ist, gerne. Jetzt ja. Aber, nee, Digga. Ja, ich kann auch nicht sagen, ob ich es jetzt zum Vollpreis gekriegt habe, weil ich habe heute einfach nur von jemandem den Key dafür in die Hand gedrückt bekommen und sagte, hier, das ist der Key jetzt dafür, aktiviere das mal bei dir. Ja, deswegen, wir spielen The Final Reich, Shadow's Throne, da müssen wir noch mal gucken. Wir haben das ja eben schon mal ein bisschen angespielt, das ist ja Helgoland. Ich finde, das sieht eigentlich sehr schön und vielversprechend schon mal aus. Ja. Wie war dein erster Eindruck von den 20 Minuten, die wir da gezockt haben, oder ich eben? 30. War geil, also feiere ich jetzt schon und wenn wir, also hätte ich jetzt das DLC auch, dann hätte ich morgen keine Schule gehabt. Mensch, da wäre wohl der. Was? Keine Schule? Ach, was? Was? Ich glaube nur, das wird mir auch die Nacht durchkämmen. Das hätte passieren können. Tatsächlich, ja. Ob sie ganze gewesen wäre, weiß ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht, aber. Aber ich muss sagen. Ja? Du hast keinen Skin mehr. Oder hast du eine andere Schaufel? Na, wieso? Komm doch drauf, komm mal schnell hier raus hier. Hallo? Ich glaube beim werten Game ist das Internet weg. Guckt euch das mal an, was ist denn jetzt hier los? Ja, da ist er auch weg. Jo, was denn jetzt passiert? Also ich habe damit nichts zu tun. Ich denke mal, beim Game ist das Netz gerade abgeschmiert. Ich werde mal sehen, wann er gleich wiederkommt. Das müsste ja gleich sein. Ist nur eine gute Frage, wann er wiederkommt. Weg da! So. Ja, wann kommt denn der jetzt wieder? Das ist die gute Frage. Ja gut, solange wir jetzt hier noch warten, wie gesagt, momentan, habe ich auch nicht so viel, also ich habe schon viel zu tun, aber so zock- oder daddeltechnisch gibt es halt nicht viel zu machen bei mir momentan. Das ist auch der Grund, warum ich dann mehr oder weniger jetzt momentan hier immer so ein bisschen am
leveln bin. Bin ja schon irgendwie... Ups. Und bin ja auch schon Prestige irgendwie Rang... 7? 6? Ist auch eine gute Frage. Da mir der Gamey auch noch nicht auf WhatsApp oder dergleichen geschrieben hat, gehe ich mal davon aus, dass sein Netz auch immer noch abwesend ist. Weiß ich jetzt nicht. Da ist er auch wieder. Hallo? Ja, guten Tag, da sind sie ja wieder. Ja, also... Jetzt war gerade bei mir. Es sah auch sehr gut aus, muss ich sagen. Hatte Stil, wie du da... Du standst da so rum, hast immer deinen komischen Tanzmove gemacht und warst aber schon tot, aber hast den Tanzmove weitergemacht. Muss du mal neu machen, dann. Soll ich mal eine neue machen? Ja, ist kein Problem. Machen wir das. Machen wir das. Digga, weißt du, wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte, mit dir zu spielen, Digga, wäre No Man's Sky, ne? Mhm. Aber, Digga, das Game kostet halt so... Schade, ich kann's ja nicht aufnehmen. Ja, ich nehme auch wieder auf, ne? Das... Ja. Wie gesagt, ich würde halt liebend gerne mit den No Man's Sky spielen, Digga, aber das Game kostet fucking 55 Geld. So, wir können raus, ne? Mhm. So, da sind wir wieder. Also, möchtest du den Leuten erklären, was denn da gerade bei dir schiefgelaufen ist? Ja, also mein Devodo hat sich gerade verabschiedet. Der hat gerade selbst noch begangen. Gut, das hat er nicht, aber... Das wärst du nicht... Hat er schon mal. Was hat er schon mal. Ja, ich habe ja notfalls hab ich jetzt noch ein Devodo von meinem Vater. Das stimmt. Gib mir mal dein Cash, dann kann ich die Tür doch halt machen. Oder kannst du nicht mehr? Warte, ich kann dir gleich geben, wenn du den mal kurz weghältst. So, warte. Direkt. Mhm. Finde ich so. Irgendwie auch funny, weißt du, die Tür hier ist günstiger als die andere. Ja, ne? Oh, da sind sie. So. Warum ist deine SAP eigentlich größer bei mir als sie bei dir? Verstehe ich auch. Hast du auch die SAP mit? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Hallo, Junge. Ja, ich hätte dich jetzt auch wieder belebt, ne? Nee, das ist ja jedes Ende einer Runde. Ich habe den jetzt auch gar nicht ernst genommen, weil gehe ich halt einmal down, ne? So, dann mache ich jetzt mal unseren Springbrunnen hier an, ne? Springbrunnen des Feuers. Ja, aber das Video hat hier eigentlich einen ganz anderen, intentionellen Grund. Das Ding ist allerdings, ich habe momentan so viel um die Ohren. Beziehungsweise, ich bin auch relativ, müde eigentlich. Weswegen ich jetzt hier, warte, gib mal ein bisschen Cash. Warte. Einer reicht, ein Cash reicht. Und zwar ist heute der 11. Februar 2021, ne? Und du weißt ja, was vor 3 Jahren war, ne? Ja. Jetzt müssen wir den Strom leiten, um dadurch vor insgesamt 3 Jahren habe ich mein erstes YouTube-Video veröffentlicht. Ich habe es am 9.11. damals ja aufgenommen. Und ja, das war dann damals so. Ich habe es am 9.11. aufgenommen. Es war ja damals so eine Runde H&G. Ja. Ich habe das dann auch direkt gerendert. Das hat, glaube ich, 29 Minuten irgendwie so gedauert. Da kann ich mich noch dran erinnern, so, ne? Und ja, dann kam ich nach Hause. Und dann das erste, was es war, uploaden. Wie geht das, ne? Aber ich hab das mal geguckt, wie das geht. Und hab dann angefangen zu uploaden und hab festgestellt, da tut sich nichts. Und hab irgendwann.
Digga, Internet von 1998, Alter. Ja, und irgendwann habe ich dann realisiert, das dauert ganz schön. Der Grund, warum es gedauert hat, war einfach die... du machst unten den Kanal, die Kanaltür mal auf. Kann ich nicht machen. Naja, die... Hast ja schon genügend Cash dafür, ne? Mach mal auf die Tür. Nee, nee, ich hab die schon, die andere. Die unten im Gulli. Warte. Wenn ich ja gerade schon mal hier bin, dann... Kann ich aber abcashen. Ja, ja, genau. Also, ja, genau, die da unten. Die da vorne direkt. Und dann machen wir Pack-a-Punch an. So, weil wir wollen jetzt hier, wie gesagt, noch ein bisschen leveln. Das ist jetzt auch kein 3-Jahre-Special hier oder so, falls das jetzt hier irgendwie so gewirkt haben sollte. Aber anlässlich habe ich mir gedacht, zum, ja, 3-Jährigen, ne? Nehme ich jetzt mit dir nochmal eine Runde Zombies auf. Ich wollte gerade schon wieder losschreien, ich habe Straub gesehen, aber das war nicht. Digga, dann hätte ich mich wieder umgebracht, Alter. Ja. Wisst ihr, ne? Der Gecko, der sieht immer Straub und ich nie. Naja. So. Na. Ich rutsch jetzt schon mal im Labor. Rutschst du oben in der Kommando? Ja. Gut. Den ersten habe ich. Ich muss aber sagen, der Fallen reicht, finde ich, als Karte trotzdem irgendwie viel gelungener und hübscher. Als Helgoland. Aber Helgoland ist halt auch schon definitiv hat was. Also. Die Abwechslung ist unglaublich nice. Was noch ein bisschen, was noch so ein bisschen stört, ist allerdings, dass ich jedes Mal die Cutscene gucken muss, komplett da, ne? Ja, das ist schon echt ziemlich beschissen. So, jetzt müssen wir den Weg zum Tower freikaufen, ne? Ist ja auch so, da nochmal gucken, ne? Machst du den Weg zum Tower frei? Dann kümmere ich mich um den Rest. Jo, kann ich gleich machen. Mhm. Wir werden erstmal ganz kurz das Sprint-Perk dafür kaufen. Ja, ja. Das ist nämlich gerade noch ein bisschen wichtiger. Ja, ja, ich perk mir jetzt auch erstmal den Schaden für den Spaten rein. Das gehört. Noch einer? Bin noch ein gehört. Hi! Na, ich hab keinen mehr. Gut, sind bei dir noch welche? Weil mach die mal sonst alle. Weil sind ein paar mehr da, ja. Naja, okay. Ich komme mal kurz ein bisschen zum Support. Alles gut. Krieg ich hin. Krieg ich hin, Sache. So. Ah, sehr schön. Haben wir so einen kleinen Leichenhaufen hier. Mein Screenshot war. Digga, wo du gerade einen Screenshot gemacht hast, Alter, das hat er mehr geleckt als alles andere. Ach so, ich glaube, das war aber eher ein Zufall, oder nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich gerade hier und auf einmal. Sag mal, tropft's aus dem Rohr hier auf Feuer bei dir? Also bei dem hier. Da. Tropft's da auf Feuer? Ja. Kann Feuer tropfen? Also wenn da Benzin ist oder so? Jo. Weiß nicht. Ist das Benzin? Wenn das irgendwie, keine Ahnung, Öl oder sowas ist. So, jetzt habe ich auch alles. Mach mal alles kalt hier sofort. Ja, warte, ich brauche erstmal ganz kurz. Ja, da haben wir wieder volle Taschen. Ich weiß gar nicht, für die erste Tür reicht's noch nicht, ne? Wollen wir grad mal gucken, ne? Da ist die Tür. Also ich würde sagen, wenn ich Rang 45 habe, mache ich noch, ne, guck, dass ich jetzt voll Level mache, Max Level. Das passt ja eigentlich ganz gut. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen den Spatenmeister. Ja, ich muss morgen, muss ich das Game auch mal wieder zocken, wenn man mal einen Bericht bedarf. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ne, wie sieht's da eigentlich aus? Also ich bin jetzt da schon ein bisschen weiter in der Prestige. Kommt denn hier was? So, hier brauche ich ein bisschen was für. Habe ich den, habe ich dich. Aber wir mal gucken, ob wir dieses Wochenende, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall auch mal, hey,
nochmal wieder eine Runde spielen. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, wie das jetzt mit Lisa aussieht. Ob die jetzt nochmal mitmacht. Aber die sagte, am Wochenende hat sie auch viel zu tun. Ja, ich habe schon wieder 187, ne? 187 hast du? Auch, ja, klingt doch. Das ist, also... Ah ja, ja das ist ja nicht 187, ne? Ja, aber 1870, aber trotzdem ist das, ja. Ist 187 im Behalten, ne? Und ja, ja, ja. Immer, also, ich weiß nicht warum, es ist bei mir immer 333, 187, 420. Also, ja, 333 hat ja aber noch eine ganz andere Bedeutung. Erkläre ich dir mal nachher, also, ist nichts Extremes, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann langweile ich hier alle zu Tode, was 333 bedeutet. Also es war, soweit ich weiß, also zumindest... hat was mit dem Fundort zu tun. Okay. Ich war ziemlich mal in der Klasse wegen dem Meme-Video oder einer Parodie. Okay. Ich hatte mal 3333. Ich weiß auch gar nicht mehr wegen was. Okay. Komm mal raus da, ihr Viecher! So, ich hole mir mal ganz kurz das wunderschöne, die wunderschöne, das die wunderschöne. Die was? Du holst jetzt das wunderschöne, die wunderschöne, was wunderschöne? Aber wunderschöne, Johnson at LLMGG hat. Hm, mach das. So, ich hole mir jetzt nochmal hier... Das MG42. Ah, ich habe den Skin noch nicht wieder umgeändert. Ich will meinen Donnergrollen wieder haben. Ich glaube, da habt ihr immer noch den da drauf. Ja, ja. Ja, ich hätte zum MG42 wählen können, aber das hätte ich. War ich mir lieber auf für. Ich habe da so viele von, ne? Also. Ich hab's gesehen, Digga. Also, es ist. Ja, ich habe auch richtig viele von den. Oder so. Hier. Oh. Gehst du ins Labor und drückst da mal den Schalter um, weil ich muss einmal ins Salzbergwerk, weil ich will das FG42 gleich mal. Ja, ich kann mir das sogar auch nochmal aufnehmen. Ich hab den Skin jetzt ja auch drauf. Hab ich einen Kopf gesetzt? Ich meine, ja. Ja, also. Mhm. Sag Bescheid, wenn du ihn da gedrückt hast, den Knüppel, ne? Hast du? Ja. Hab ich. Ja, Mann. So, ich gehe jetzt extra nochmal die Spots ablaufen, wo... Na, ich hab Straub! Komm her! Komm her! Ja, da, da ist er! Da ist er, siehst du ihn? Ja. Er haut ab! Das erste Mal, dass ich Straub gesehen habe. Das erste Mal? Ja. Ich hätte gedacht, du hast Straub schon mal gesehen. Nee. Ich guck ja immer. Ich guck ja immer an den Spots, wo du die. Aber ich dachte, du guckst auch manchmal. Ich dachte, du hast schon mal in den Stream reingeguckt, deswegen. Ja. Ah ja, ich habe den Skin auch schon drauf gesetzt. Ja, ja, ich habe da jetzt ja noch dieses Sommersplitter-Muster drauf, aber sonst ist sie vergoldet, die Bumme. So, kann ich ja auch mal ziehen. Guck mal, haben wir hier beide die Gold dann. Ach, hast du die auch in Gold? Ja, genau, ja, aber du hast die ohne das Dings-Muster. Ich habe das ja noch mit dem Sommersplitter-Muster da drauf. Das habe ich ja auch in H&G als mein Skin. So, ich ziehe jetzt nochmal, vielleicht kriege ich einen Jack. Nee, ZK will ich nicht haben. Da punche ich mir lieber die SAP. Oh. Gar nicht gesehen. Ja, Mann. Weißt du, woran ich immer bei SAP denken muss? Ich kenn's auch noch von Wolfenstein das Lied, ne? Und so bleib ich dann halt bei meinem kleinen VW oder wie das da geht, ne? Oje, oje. Ne, oder irgendwie so, ne? Bleib ich wohl bei meinem kleinen VW? Irgendwie so geht das doch. Oder kennst du sicherlich. Ja, das stimmt.
Ja, das ist es. Das spielt er ja öfter mal. Müssen wir auch irgendwann mal wieder zocken. Ja, Problem ist halt, ich muss es halt auf der SSD installieren, weil sonst ein Laptop. Meinst du jetzt Youngblood? Ja. Also HDD geht gar nicht klar. Ich habe mir ja zum Beispiel tatsächlich mal das wunderschöne und wundergute Cyberpunk gecrackt. Ja. Weil das Problem ist, es gibt keine Demo für diese Games mehr. Das fände ich auch extrem schade. Ja, das ist schade, ja. Das heißt, du musst den Vollpreis-Titel kaufen. Ach, ich habe jetzt wieder Cash. Ah ne, warte mal, ich hole mal dafür. Erhöht den Schaden, Alter. Welchen erhöhten Schaden hast du denn jetzt geholt? Ich hole mir jetzt den erhöhten Waffenschaden. Ein geistiger Waffenschaden heißt das hier. Ja, hast du noch so einen Typen bei dir? Das wird einen Unterschied machen. Also ich habe hier noch einen jetzt bei mir, ne? Soll ich ihn umliegen? Ja, hau um natürlich. Jo. Also ich habe jetzt hier niemanden mehr. Wenn hier noch was ist, ist es bei dir. Na scheiß drauf. Ja. So. Jetzt darfst du erstmal wieder tun, glaube ich. Oder willst du gar nicht? Ich habe gar keinen Cash. Ach so, ja, oh, ja Mensch, wo ist das geblieben? Ah ja, geistiger Waffenschaden. Ich weiß jetzt auch endlich, wie man das Ding hier kriegt, ne? Also wenn du jetzt hier bist, ne? Du musst den hier aktivieren, ne? Und dann musst du quasi dich da irgendwie so hier hinstellen und dann kriegst du auch den Code für den anderen. Für das grüne Dreidel da. Ich hatte da ja nochmal nachgeguckt, extra für dich. So. Das gucken hier, ne? Aber ich bin mal sehr gespannt. Also, ich meine, jetzt haben die ja wieder ein paar CODs, die nicht WW2 sind, rausgebracht, ne? Mhm. Ich bin mal wirklich, also, ich meine, das letzte WW2 hat auch ein paar Jahre länger gedauert, ne? Oder bis es mal wieder in Richtung WW2 ging. Aber ich bin eigentlich voller Hoffnung, dass nochmal wieder den, irgendwann in ein, zwei Jahren neues WW2 rauskommt, ne? Und also, es gibt ja von Medic of Honor, gibt es jetzt ja auch ein VR-Spiel, Alter. Ja, welcher Teil denn? Das ist ein ganz eigenes Spiel. Ach so, das ist noch ein neues. Ist das jetzt rausgekommen frisch oder? Ja, vor ein paar Monaten oder so. Okay. Weißt du, wie groß das ist? Ich denke mal über 100 GB vielleicht. 171. Oh. Ist es den Speicherplatz wert? Ist halt ein VR-Spiel, ne? Kannst ja nur ein VR spielen. Mhm. Aber. Ja. Weiß nicht. Weiß nicht? Kann ich nicht so wirklich sagen. Weil das halt noch nicht getestet hat, das Game. Ich hab's nur auf YouTube gesehen, ne? Weil es sieht schon nicht scheiße aus. Definitiv nicht. Es ist auch nicht schlecht gemacht. Mm. Aber. Ja, der. Ja, ja, ich. Das wird einen Unterschied machen. Bist du das? Weiß gar nicht wieso. Ich meine, ich bin auch todmüde, aber ich sag mal, so ein bisschen Game und dann zu labern geht ja immer noch so. Das ist ja. Das ist kein Aufwand, ne? Also. Und ich habe da ja auch, wie gesagt, also wenn ich halt mal keine Videos mache, dann mehr oder weniger, weil ich auch keine Lust habe oder so manchmal, ne? Oder sowas halt. Wir sind oder ja keine Vollzeit-YouTuber. Ja, es ist ein Hobby, ja. Ich meine, klar, so Battle Station Specific, da bin ich immer noch so ein bisschen auf mich selbst böse, so. Das hat ja immerhin. Oh, Junge, ne? Das war jetzt ja auch irgendwie ungewollt ein Jahr, ne? Habe ich das jetzt, ist ja aktiv eigentlich let's played, so, ne? Wenn du weißt, wie ich meine. War ja auch nicht so geplant, ne? Dass das irgendwie so lange dauert. Wieso hast du Angst vor dem? Guck mal hier, gibst du dem einmal so, dann machst du so und ist er tot.
Ja, das ist auch heute nach am Schein. Also, oah! Warte mal kurz. Obwohl, warte. Alles gut. Jetzt geht mal wieder tun. Naja, ich kann auch, wenn du willst, mein Ulti machen, aber ich glaube, dann lassen die dich trotzdem nicht in Ruhe, ne? Nee, nee. Echt nicht? Also ist der so verbuggt zum Teil? Also ich muss in deiner Nähe sein, glaube ich, ne? Das auch, aber selbst dann ist der manchmal... Der. Ist das Ding wieder woanders, dann krieg ich schon wieder allzu viel. Alter Junge, das hört sich immer an, wenn du da am machen bist, ne? Ja, genau. Oder immer die ganzen schönen Störgeräusche, mein Gott. Ja, also das hört sich so also an, als würdest du da sonst was zerkloppen in deinem Zimmer, ne? Hab auch das grüne Dreidel eingesammelt, ne? Sehr gut. Schön. Ja, ist gut. Mal, gib mir doch mal ein MG15 oder eine SCK 9mm. Ich meine, ich hab noch eine MG42, weil ich hab dafür zwei Garantien, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, wie das da gilt, ne? Also ich glaube, du kannst das da nicht nehmen, ne? Nein, ich kann das nicht nehmen. Das ist schade. Ich wollte ja, genau, wir müssen da echt nochmal gucken, wegen, ob man das irgendwie einstellen kann. Ja, das fände ich halt auf jeden Fall irgendwie schon sinnvoll, dass das irgendwie gehen würde. Oh. Okay, der Bein schwebt hier einfach in der Luft, perfekt, Digga. Naja, ich. Och nö, Digga, och nö, Alter. Naja, und alles gut. Kannst du mit dem zu mir kommen? Dann mähe ich den weg. Kann ich ihn auch mit einem Spaten umbringen? Nein, würde ich nicht versuchen. Der macht extrem guten Nahkampfschaden, der Bro. Ich hau den jetzt mit dem Spaten an, Alter. Piss dich. Ja, warte. So. Oh Gott. Ja, ein Jack, alles gut. Jetzt. Oh. So, jetzt aber mal kurz raus hier. Oh Gott. Zwei Bombis. Zwei auch noch, ey. Reicht nicht einer? Oh, warte. Achtung, hinter dir! Oh ja. Hey. Ja. Ah, guck mal, Rang 45. Das heißt, ab jetzt geht's nur darum, den Rang zu vervollständigen. So, jetzt ab erstmal die letzte Knarre punchen. Ich meine, ich punch mir jetzt einfach mal die MP40, Junge. Auch glaub, wenn die nicht so gut ist, aber. Ja, keine Ahnung. Also MG42 und FG42, die sind nicht so schlecht. Die können schon ein bisschen Krach machen. Guck jetzt mal MP40, machst du Krach? Ich mal gucken, ob er jetzt mal gönnt hier. Ob komm, er gönnt. Gönn doch mal. Gönn doch mal. Wer soll denn gönnen? Oh, Handymalaha. Die Truhe soll man gönnen, Alter. Sehr schön. Nächste Wave geht los. Gönn. Ja, so ein 96er Cup ist schon nice. Shit, ja, besser als nix, ich beschäme mich nicht. Was hast du jetzt? Komm jetzt, gönn. Ich hab die Shit oder wie die heißt. Hast du diese französische? Ja. Ey, hier Straub, ne? Na, Spaß. Ich glaube, das wäre zu viel. Der ist ja, ich glaube, aber der ist ja spontan, ne? Also. Das ist ja immer nach reinem Zufallsprinzip, wie der spawnt. Der kann ja auch mehrmals spawnen, ne? Oh, verdammt nochmal. Jetzt müsste die Tour eigentlich wieder in der Kommandozentrale sein. Ja, das kannst du haben. Das ah, guck mal, mein Dings hier, ne? Mein Cash. Dort 20. Ja. Nee, Digga, ist nicht hier. Du kannst auch in entspannter Runde tun, weil ich kann auch einen Jack werfen, dann lassen die dich da kurz in Ruhe. Alles gut, ich kann auch noch Dings aktivieren, ne? Naja, ah ja, den.
Ich habe eh nur ein Taui, also es ist alles gut. Oh ja doch, die MP40 ist gar nicht so mies. Ja, also ich glaube, jede Waffe hat einen gewissen eine Grundstärke, aber ich denke mal, ich habe die jetzt noch nicht so heftig abgeused, die MP40 auf High Waves, ne? Also die ist jetzt ja noch ganz in Ordnung und stark, aber ich muss ja mal gucken, wie die so ist, wenn die Wave noch ein bisschen höher wird, ne? Hey, Minion. So. So, hier noch einen. Digga, ne, ich finde das ja auch immer zu geil, ne? Mhm. Immer wenn ich Knüppel ausweiche, hittet er mich, ne? Warte. Der Bastard. Oh, guck mal, Digga, ich hab grad auch 420, Alter. Nicht ganz, aber... So, Digga. Komm, Kiste, jetzt gönn doch mal. Wo ist der letzte Jack gerade explodiert? Ich hab den so in die Luft geworfen. Ah, ich nehme die Bren, weil die ist nämlich besser. Ja. Komm, gib mir gute MG oder so. Oh ja. KGM, Digga. Ah, bin ich zufrieden. Ja, schwedische Schokolade. Ja. Richtig, also die punche ich auch gleich. Aber erstmal hol ich mir nochmal. Ja. 1000. Nee, Digga. Punch doch nicht. Nee? Ich kann dir Geld geben. Achso, du hast 9K. Ja, warte, komm mal zum Loch hier. Ich brauch nur 2000. Reicht, ne? Ja. Warte. Naja. Wie läuft bei dir so? Oh Gott. Boy. Ich will die Schokolade, sehr schöne Waffe. Ja, Kumpel, wie Baum geht's? Baum ist Knüppel hier, Digga. Ja, bitte. So, komm. Ist mit dir doch, Mann. Jo. Die blauen Kugeln sehen aber immer fetzig aus, wie das Teil mit ausstreut, ne? So. Ja. Brauchst du noch für irgendwas Cash? Weil sonst gehe ich jetzt erstmal Türen aufkaufen auf der Karte. Kauf die Türen auf, die du willst. So. Ja, nee, ich mache jetzt erstmal so die Türen auf, damit wir rumlaufen können auf der Karte frei. Ja. Ist ja ein bisschen besser. Ist alles gut. Also mir ist halt nur wichtig gewesen, dass ich irgendeine OP-Waffe hab, MG15 oder so. Mhm. Also die Bren, die ist auch geil. Also die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja, ja. Also halt, wie ich nenne ja immer Endsieg-Waffen, aber naja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich jetzt nämlich hier wieder meine 200 Zombies auf dem Marktplatz sammle und ich dann so ein Strike-Through mach mit der Brand, Digga, dann ist halt geil, weil die macht halt extrem hohen Schaden ungepuncht schon. Aber schwedische Schokolade ist trotzdem geiler. Ja. La la la. Warum muss Knüppel immer bei mir sein? Na, log ihn her. Warte. Hab ihn. So. Ist alles gut jetzt hier. Digga, so. Hier ist auch ein Knüppel. Nochmal kurze Salbe in den Rücken, easy. Na, ja, komm mal hier, so eine Krabbelbube. Also wir müssten jetzt... Dieses
Weil in der 15, Digga, wäre jetzt auch ganz geil. Ja, auf jeden Fall, hier. Ja. Kannst dreimal ziehen oder so von. Ja, danke schön. Ja, ist gut. Ich passe auch mal ein bisschen auf dich auf, am besten. Alles gut, ich kann dich einfach und unsichtbar. Ja, ja, aber das dauert ja auch mal ein bisschen mit dem Ziehen, ne? Der Leiche war klar, mich zu töten. Ja, ich krieg ein G43. Oh. Junge. Naja. Keine Angst, ich hab die Horde noch so im Griff so einigermaßen. So. Nochmal Double Cash hier. Warum ist Grimmel schon wieder hinter mir? Das weiß ich nicht. Ich habe ja auf. Also hinter. Auf dich kann ich nicht gucken. Also. Weiß ich. Ich kann deinen Rücken zwar decken, aber. Achso, das ist da Knüppel. Mensch. Jo, Alter, ich find's immer so geil, der Sound, Junge, weißt du? Aufpassen, ne? Oh, top. Ja, sehr schön. Warte mal, nicht, muss gar nichts machen jetzt. Einen Jack, zweiten Jack und dritten Jack. Wir kriegen nächste Runde nämlich wieder neue Muni, deswegen ist es mir relativ egal. Das war der Last One. Gut, mal gucken jetzt hier, was hier noch so zieht. FG42 ballert aber gerade jetzt irgendwie, weiß nicht, das ist schon echt stark. Also ist nicht die knarrasseste Gun, aber, naja, ja, das ist aus dem Lebkuchenmännchen, ne? Irgendwie sowas in die Art. In der Art. Oh. Oder so. Ist ja egal. Ist ja eh nur eine Cash Round. Hände dir da. Hände dir da. Oh ja. So. Aber schön, Digga. Ich kann einfach durchgehend den hier machen und muss mich nicht um Munition kümmern. Mhm. Ist einfach schön. Ich probiere jetzt auch nochmal die Thompson ausgepuncht. Also ich gehe jetzt hier nochmal so ein paar Waffen durch hier in dem ganzen. Wenn du punchen willst oder hier Dingse ziehen willst, sag Bescheid, ne? Weil ich halte den einen hier, ne? Ja, nee, kannst ruhig killen. Ich will ja auch gleich wieder reincashen. Die Gun ist jetzt ja im Pack a Punch drinne. Mach kalt. Ja, ich will ja noch ein bisschen ziehen, aber die Scheiße ist schon wieder bei der Meme-Falle. Ah, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Ich will nämlich unbedingt ein besseres Scheißding ziehen als ich bin. Komm schon, Himdili, ja, komm schon, bitte Cash rein. Mhm. Gib mir eine gute Waffe. Oh, SDK 9mm. Hast du? Ja. So, ruhig da jetzt. So. Ich habe jetzt auch die Sibirisch. Oder die SWT. Ich könnte jetzt auch die Fliegerfaust ziehen, aber nee, Digga. Guck mal, da, guck mal, schon wieder 333. Also, sind so 3330. Ja, ja, du kürzt die Null wieder raus, ne? Oh Gott, Digga. Uiuiui. Grüß euch. Na, was los bei dir? Na, bis ich. Das Schöne ist, Digga, wenn ich das Ding hier gleich punch, Alter, dann kann ich Knüppel wieder ganz schnell weghauen. Ja, ja. Das ist so overpowered, weißt du, bis Wende 30 einfach noch irgendwann. Das tut weh, Alter, das tut weh. Wieso tut das weh? Ja, 30
hier 2500 Cash für Rüstung bezahlen, Digga. Kannst das Ding über Punch an mal gucken. Nee, Junge, also wenn ich hier immer morgens am Daddeln bin oder so, dann habe ich immer irgendwann 200.000 Chocks, Alter. Das tut nicht weh. Da habe ich ja so viel Cash, dass es mir egal ist. So, wenn man alleine zockt, hat man ja immer noch das Glück, dass man diese Selbstwiederbelebungsteile da hat, ne? Ui, Memo, ui, ui. Memo, ui. Oh Gott. Ja, ja. Also das SBT-40 gepuncht ist auch sehr nice, weil du hast ja so... Also wenn du das Ding auch so ein bisschen bearbeitet hast, hast du ja immer noch so ein... Aber lass dich mal hier ganz kurz kiten, ich werde nämlich hier wieder so ein... Definiere, du willst die kiten. So, und jetzt mal nehme ich den hier. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe, aber... Naja, ich hab die jetzt hier für dich, mach damit, was du willst. Ja, warte. Moment. Problem ist halt, die rennen dir halt alle hinterher, das ist... Ja, ich hab diesen Unsichtbar-Perk nicht, aber Knüppel darf ich kalt machen, oder? Kill den. Ja, ja. So overpowered, dieses... Warte. Warte. Ah. Ich hab ihn wütend gemacht. Also deswegen, du musst das unbedingt mal aus deiner Sicht hier, wenn du was punchen willst. Du musst das unbedingt mal aus deiner Sicht irgendwann mal aufnehmen, wenn das geht, Junge. Das sieht so gut aus, was wir hier immer machen. Guck mal, du hast schon wieder 666, ne? Junge. Also, du interpretierst da Sachen rein, ne? Aber es ist 666 mit drin. Das meine ich. Ja, ja. Du sagst es. Es ist mit drinnen. So, komm mal hier. Ja, genau. Oder willst... Lass mal das mach ich auch immer, Junge. Lass mal zu dem Ausgang. Lass mal kurz zu dem Ausgang. Oh, ja. Ja, ich weiß, was du machen willst. Genau, genau. Mach schon. Ja, ja. Achtung, hinter dir. Warte mal. Moment, haben wir das Problem. Mensch. Ja, warte, ich mach mal kurz den. Alles gut. Aber das ist nur eine Kontrolle hier. Ich finde das gut, die kommen mir alle entgegengelaufen. Free Money, oh, da ist schon wieder Knüppel, Digga. Ja, ja, warte, ich hatte den Rücken frei. Alles gut, Digga, ja. Ja, Mann. Nachladespeed ist on top. Also, wenn ich jetzt noch das MG15 oder MG42 bekommen, ne? Ja. Dann bist du blind. Dann ist Baba Time, Alter. Ja. Da brauchst du noch einen, ne? Ne, es waren noch zwei. So. Brauchst du noch irgendwas? So, geh ich mal wieder ein bisschen. Also, ja. Ja, ein bisschen Truhen, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen bis 9, ne? Oder wie siehst du das? Bis wohin? Bis 9. Ja, klar, komm, mach das, alles gut. Mir ist halt egal, wie lange wir machen. Ja, ja, deswegen. Also, ich wollte das jetzt auch nicht. Ich wollte das ja heute noch hochladen, deswegen. Jetzt geht das. Damals hat es 3 Tage gebraucht. Ja, das stimmt, da war ich gar nicht weitergekommen vorher. Ich habe das ja dann über ein ganzes Wochenende hochgeladen, mein erstes Video damals. Stimmt, das. Ist eigentlich traurig, wenn man mal drüber nachdenkt, so, weißt du? Das war ja. So, dass du 2018, weißt du? Also, und da dann cool, über ein ganzes Wochenende ein Video hochladen, ist schon, ja. Komm jetzt, Bruder, gönn. Er gönnt nicht. Verdammt nochmal, ich mach den Carsten. Ich mach aber nicht den Latzo, weil wenn ich mich den Latzo mache, dann hab ich mal lang gebraucht. Dann will ich nicht. Den Latzo, Alter. Den Nico willst du machen? Den Nico, ja. Ah. Den Nico will ich nicht machen. Nee. Nee. Nicht so unbedingt. Nee, muss nicht, ne? Nee, muss auch wirklich nicht. Du willst ja morgen noch ein bisschen wieder prestigen, ne? Ja, er muss ja auch noch mal was anderes mit seiner rechten Hand machen. Ja, ah, ja.
Also jetzt nicht nur die geschäftlichen Sachen, ne? Nicht nur wüchsen, sondern ich brauche meine rechte Hand, Digga. Wenn ich die rechte Hand nicht mehr habe, Digga, dann ist aber auch wirklich mein Leben vorbei. Da wirst du aus der, da wirst du aus deinem Freizeitverein geworfen. Ja, dann brauche ich aber auch erstmal einen Sexroboter, Alter. Anders geht das denn aber auch nicht mehr. Ja. Was ist das? Stan, Digga, ich krieg ne Stan! Jo, die Stan ist aber echt Schmutz. Danke. Jo, ja, einfach die Party beenden, ne? Weißt du, das hätte irgendwie Partykiller, hätten sie das Ding nennen müssen, irgendwie so, weißt du? Ja. Guck mal, jetzt haben wir ihnen doch schon mal den Namen für die MG42 beim nächsten Mal gegeben. Oh. Partykiller. Partykiller. Ah, ja. Was krieg ich jetzt? 19. Spielt ein bisschen Mucke. Warte, ich muss das gleich mal hier, warte. Schmutz! Oh Gott, Knüppel! Ja, so war der jetzt hier. Ey. Ja, warte, ich schmeiß mal einen Jack, alles gut, kannst ran an die Truhe. Ja, ich muss ja erstmal bissen. Ja, ich hatte dir aber gesagt, du musst dir mal diesen Perk holen, mit dem du, wenn du dein Ulti aktivierst, da, diesen Mod, ne, dass du dein Schild kriegst. Der ist sehr gut. Ich spiel auch. Oh, Knüppel, Mann, dieser verfickte. Diese Kurve, ne? Mhm. Ja, ja. Ach, da ist er. Das Geile an meinem Ulti ist ja auch, wenn ich den mache, dann mache ich auch irgendwie doppelten Schaden gefühlt oder so. Der jetzt muss ich wieder alle auf dem Hof versammeln, Alter, der. Oder war ja. Schaut mal her, Kenners. Boah, Digga, das gönnt jetzt. Das gönnt jetzt. Jetzt gönnt das hier richtig. Ja. Gönnt das? Ganz ruhig, Minio. Ich glaub, du hast schon Epilepsie, oder? Ich bin Epilepsie gefährdet, das schon, ja? Na, nee, du wirkst aber so, als wenn du einen Anfall hättest, weil du komische Geräusche machst. Nee, einen Anfall hatte ich nur damals an der Steckdose, aber. Also hier ist es ja nicht lustig, ne? Aber nee, eigentlich nee. Ich meine, du hattest auch ein Trauma danach, aber. Hatte ich auch nicht, aber. aber schön, dass du sowas erzählst. Wo ist die Kiste denn jetzt? Ich guck gleich mal. Also die ist nicht mehr im Commando Realm. Na, die ist ja, beim also. Tower. Die ist beim Tower. Och Mann, Memo! Memo! Also wenn ich damals ein Trauma von dem Steckdosen-Zwischenfall gehabt hätte, dann wäre ich heute glaube ich anders. Digga. So. Warum rip ich denn alle 20 Sekunden? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist das nicht so beschissen oder was? Ja, guck mal, ich hab jetzt auch dieses französische auch den Ding hier. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr hier, Alter. So, Knüppel ist gone. Hast du noch welche bei dir? Einen habe ich hier noch, den lasse ich auch hier. Den kannst du ja nicht. Ja, ich bin ja gerade ein bisschen am Truhen hier. Du kannst ja 29 mal truhen, also warte mal. Na, so lange werde ich es auch nicht truhen. Ich werde gucken, dass ich irgendwie eine bessere Waffe krieg. Also wenn du Cash gleich noch hast, Digga. Oh, ich sehe gerade, ich habe selber Cash, Digga. Alles gut. Ja, das LAT-LMG ist ja auch nicht schlecht, oder das MAT-MG. KGM, ja, okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Kannst kommen, ne? Ja, ich komm. Aber das hatten wir auch noch nicht, dass wir beide das KGM hatten. Nee, das hatten wir noch nicht. Von daher, machen wir gucken. Danke, das ja. Ich punch das jetzt auch mal direkt.
Ich meine, morgen habe ich dann. Memo. Ja, ja, aber morgen ist eh vorbei wieder. Morgen mache ich eh wieder Prestige, dann bin ich glaube ich Prestige 8 und dann, dann bringt das im Endeffekt auch nicht so viel. Also, dann sind die ganzen. Ich bin immer noch Prestige 1, Alter. Ja, jo. Wie viele Runden spielst du denn morgens? Also, ich spiele immer von 7 bis 15 Uhr durch, weißt du? nee, also so schlimm ist es nicht. Alles gut. SNZ, ja, das nehme ich auch als das ist auch nicht schlecht. Naja, also ich spiele morgens ungefähr 1,5 Stunden maximal. Ja, also ich spiele da schon mal so 2 Stunden, aber dann war es das auch 1,5 eigentlich. Ja, so lange geht ungefähr eine Runde, dann habe ich auch keine Lust mehr. Also meistens höre ich dann immer auf, weil entweder also der reale Unterricht mal anfängt, so was. Wenn wir da auch nichts machen mit dem Unterricht, das gibt ja auch manchmal Stunden, da machst du dann auch nichts, so, ne? Und dann mache ich halt Nazi-Zombies on the round, ne? Ja. Ich kann den jetzt irgendwie nicht verprügeln, so. Jetzt ist na, es ist. Und was hast du so? Komm, gönn doch mal. Ich hab eine NZ, da bin ich auch zufrieden, aber. Ja, ja, ich will, du kannst auch noch mehr Geld gleich kriegen von mir, ist nicht das Problem. Ich will ein fucking MG wieder haben. Ja, ich kann ja nochmal 5x ziehen, ne? Also. Ja, ich sag, du kannst auch noch mehr Geld von mir haben, das ist nicht das Problem. Komm, haben wir da, gönn doch mal. Jetzt habe ich die Beschowik. Dann nehme ich die mal, die ist auch nicht schlecht. Aber nur gepuncht. Nur gepuncht ist die nicht schlecht. Junge, Alter, das ist im Video wird das hier richtig scheiße aussehen, glaube ich. Ey, weg, Zombie. Und wie ich das Muschuckenviech da troll, ne? Ja, jetzt müssen wir wieder über die ganze Karte laufen, Digga. Ja, ich finde das ganz amüsant, was ich hier gerade mache. Jo. Wo bist du jetzt? Also, du gehst dahin. Ja. Beim Tower. Ja, ja. Ich gehe mal in den Pack-a-Punch-Raum. Also, gleich ist er. Hat er gegönnt? Hä? Ich habe ja schon lange. Ich habe das HMG, das ist schon mal besser. Naja, nee, aber ich troll den Zombie. Ich drücke die ganze Zeit auf die Pfeiltaste und drehe mich im Kreis ganz schnell. Lauf aber trotzdem, weil ich WASD immer so drücke, dass ich trotzdem normal laufe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt habe ich eine ZK bekommen, Digga. Oh. Naja, ZK ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Das Problem ist halt, ich sehe halt immer, welche kann. Ich hab so. Da war gerade das MG15. Ja, dann zum Psychopath. Dann wird's beim nächsten Mal vielleicht kommen, ne? Nächstes Mal ist die Truhe, ja. Ja, das kann sein. Und Genta, kein MG15, Digga. Nee, was meine hast du? Laune, die was ist hast du denn bekommen? Richtig gut. Irgend so ein Repetiergewehr. Ein Repetiergewehr, auch gut. Reicht. Ja, ja. Glaube ich. Das reicht, ja. Alleine glaube ich. Pass auf, die Kiste ist jetzt gleich safe leer. Ich hatte recht. So gut gemacht. Es ist schön, recht zu haben. Ja, oh. Cool. Wieder Zombie umlegen. Also ich krieg auch irgendwie immer die Jumpscare-Zombies, ja. Ja, die sind ja auch nicht mehr gruselig, die Jumpscares. Dieses komische Tentakelteil, da habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken beim ersten Mal vorhin da auf Helgoland, da auf der einen Karte kurz, aber. So, Günther? Er gönnt nicht. Ja, also du kannst es ja auch nicht erzwingen, ne? Das ist ja auch die Sache. Aber gut. Ja, das Problem ist ja auch, es ist halt selten das Ding, ne? Ja. So,
Aber ja. Ich zieh jetzt noch ein, zwei Mal und dann kannst du auch wieder, ne? Das, ja, ja. Das bringt ja, ja nichts. Alles gut. Aber wie gesagt, an der Stelle bedanke ich mich mal für 3 Jahre YouTube. Hat mir bis jetzt einigermaßen Spaß gemacht. Immer ein lustiges Highlight hier gewesen. Und ja, wir werden mal sehen, was die nächsten 3 Jahre so bringen. Wenn es YouTube dann noch gibt, dank Artikel 13, 17 meine ich. Digga, was ist das? Das ist dieses eine STG, ne? Ah, es ist eh eine Money Round. Da werde ich wieder zum Diktator. Na, warte, ich hab hier mal ganz kurz wie ein Jack geworfen. Da werde ich wieder zum Diktator, verdammt nochmal. Ja, lass mal. Lass mal lieber bleiben. So. Ich habe jetzt die Jacks rausgeworfen, ne? Ziehst ja, du jetzt noch oder will ich mich. Achso, ja, ja, ich kann auch weiterziehen, ja. Das ist. Dann nochmal. Und dein Neger ist jetzt was? So, ich habe jetzt hier auf mich gelenkt. Na, schon der letzte. Na, doch nein. Na, noch welche. Ah, guck mal. Ich weiß, die Fliegerfaust, hab's gesehen. Woher jetzt hier? Ja, Mann. Einmal zieh ich noch, Digga. Du könntest mir fast leid tun damit. Digga, das war ja gerade mit Absicht. Dass du das mit Absicht machst, ist mir bewusst schon, ja? Hier. Guck mal, soll ich dich mal richtig trollen? Guck mal hier. Guck mal hier. Also ich halte jetzt auch gedrückt, ne? Also. Ja, ja. Guck mal hier, da. Willst du das haben? Nimm das. Da, nimm's. Sehr schön, ne? Ja, ne? Oh. Oh Gott. Warte, haben wir gleich. Moment, ich hab den falsch. Zwei? Warte, ich hab den Dings, ne? Oh, mon Dieu. Also einer ist gleich down. Okay, dann habe ich in den Hintern geschossen. Ja, zwei Viecher auf einmal. Aber ja, warte, nee, ja, nee. Na, also so schwer war das jetzt auch nicht. Nee, klar. Es ist Zeit für Bedtime. Digga, ich, ja, kannst du noch mal einen Tau igen? Ja, ja, du bist mir ein Lustiger. Warte, komm. Für Rüstung, ne? Ja, muss ich wieder beleben. Na ja, ist gut. Mach schnell. Ja, ja. Ja, jetzt ist mein Sprint-Perk weg, natürlich das Wichtigste. Oh, warte, haben wir gleich? Dann gleich. So, könntest du dich jetzt bitte neu ausrüsten? Ich habe dich gerade mit diversen Geldspritzen finanziert. Ich lenke die jetzt auch noch mal alle auf mich kurz. Knüppel steht mit seinem großen Knüppel hinter mir. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, muss ja auch nicht gut aussehen, ne? Ah, Digga, ich hasse es, wenn die KGM, wenn die... Kurz mal Ruhe so hier. Schuss. So, jetzt essen wieder Truhen, Alter. Ja. Ah, aber es war schon Headshot noch. Ach, Digga, komm, gönn einfach die Fliegerpause, fertig ist das Ding. So. Ja, ja. Okay. Ja, guck mal, eine Minute Aufnahmezeit noch, ne? Nice. Ja, ich merke das schon. Ja, wir machen dir, Digga, wenn ich gleich zieh, dann kriegst du MG15. Ja, komm, wir machen bis Welle 30 und dann machen wir Schluss. Da habe ich auch genug. Unterhebe Repetiergewehr. Na, Trixi.
Ist eh wieder der. Nee, doch nicht. Ah, warum? Auch wieder sehr schön, dass es sie alle auf mich hetzt. So. Ja, Mann. Gut so? Ja, ja, ja. Fliegerfaust ist ganz nett. Komm, ja. Komm mal mit. Lass die mal alle hier auf dem Dingsmarkt sammeln. Digga, komm mal zu mir. Ja, ich habe aber, ich hab aber kein Cash für mein MG. Das ist. Ja, okay, ja, okay, okay. Weißt du, was? Komm mal mit. Hier, ja, hier nach hinten. Ja, ja, ja. Hier nach ganz hinten hin. So, und dann kurz hier warten. Ja. Und dann wieder nach vorne laufen. Ja. Ich halte da irgendwie rein, aber ich treffe nichts mehr, weil ich alles tot ist. Ich sehe nur so eine Rauchwolke, denk mir. Ja, ey, was bist du da beim Bett nicht reißen? Oh. Ah. Warte. SWT macht mehr Spaß. Oh, das Knüppel. Ja, gleich nicht mehr, ne? Nee. Weg ist er. Ja. SWT in den Rücken ist sowas. Also das ist nicht mal mehr. Das ist noch ein Knüppel. Ja. Also SWT in den Rücken, das ist das. Also es gibt ja Waffen, die sind effektiv gegen Zombies und es gibt Waffen, die sind Digga, tödlich. Knüppel. Und SWT gepuncht in den Rücken. Ist tödlich. Ey, sehr schön. 50er Cap. Da ist schon wieder Knüppel. Ja, mal nächste Runde können wir das normal machen, ne? Ich habe das MG42 voll. Sehr schön. Ja. Aber du musst das mal gleich machen, Digga, wenn du auf dem Marktplatz bist. Musst du die mal alle so sammeln, wie ich das gemacht habe? Ja, wir machen das gleich zusammen, alles gut. Und dann darfst du gleich mal richtig absammeln in die Zeit 40, weil das macht so Bock, das macht Mari nämlich auch immer, ja, wenn ich das hab. Sag mal. Also dafür, dass wir hier eben einmal richtig abgesahnt haben, kommen ja noch ganz schön viele, ne? Ja, wir sind ja auch die Zweiten. Ja, stimmt, da ist was dran. Ich will gar nicht wissen, wenn wir das mal mit Lisa zusammenspielen, wenn wir da zu dritt sitzen oder so. Oder zu viert. Zu viert? Ja, dann wär's der vierte. Also ich kenne jetzt keinen anderen gerade von... Achtung. Moment. Lebt er noch? Warte, ja, ja. Oh, das SWT ballert durch, so. Warte, wenn ich jetzt so und dann zoome... Okay, ja, okay, funktioniert. Okay, wollen wir den jetzt sammeln, oder? Warte. Hm. Ja, alle wieder auf mich jetzt! Kriegst du einen Schaden dadurch? Ja. Ich krieg dadurch... Also ich werde dadurch nicht um eine... Ich verliere jetzt keine Rüstung, aber es tut weh. Ach komm, Digga, lass einfach sterben. Perfekt. Ja, passt schon. Okay, dann. Ich mach aber noch einmal den dicken Streifen Zombies voll. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Kannst mir ja zusehen. Noch nicht. Na, noch nicht. Auf jeden Fall kommt Knüppel zu mir. Oh, Digga. Knüppel. Oh. Oh, ist jetzt gut zurückzunehmen. Oh. Jetzt siehst du mich, ne? Nee, noch nicht. Ich sehe gerade nur meine Leiche. Wir sind Boden verpackt. Ja, ja. Du musst dich immer da hinten rechts, links in die Ecke stellen. Gut, so kann man es natürlich auch machen, aber. Ja, also ich sehe ja nur eine Spur Tote. Ich mach das halt immer da vorne beim Eingang beim Bunker, ne? Ja. Gut, knüppel dich nämlich noch mit. Und jetzt. Spiel verlassen. So. Wollen wir mal gucken, ne? Was gibt uns das Spiel an Werten aus? Digga, wie das dann so bebt am Ende. Da stehen überall die Zombies so 11k noch so halb rum, ey, auch richtig toll. Ja, ich seh's auch grad.
Ich bin gerade wieder zum Psychopath geworden. Na, nee, du bist irgendwie sehr aktiv dafür, weil ich wundere mich gerade, was mit dir los ist. Sonst bist du nie so aktiv. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ziemlich ähnliche Volltrefferquoten. Ja, ist ja auch klar. Naja. Ach so, oder war das? Bei uns sind die Stats doch immer gleich. Ja, das weiß ich. Also Leute, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, in jedem Spiel, in das Spiel haben wir entweder immer die gleichen Kills oder die gleichen Sets. Oh. Seltene Zombie-Rotze hier. Irgendwas im Halloween-Pack. Besessen. Ja, ich mach auch gerade. Okay, dann gucken wir mal, was ich jetzt so krieg hier. Oh, Digga. Ich hab gesagt, MG42 Garantie, was bekomme ich? MG42 Garantie. Garantie. Ich will es erstmal, aber ich muss jetzt nochmal abonnieren, das brauche ich eh nicht mehr. Ich kann nachher sowieso nicht mehr pennen, Digga. Ich hab schon wieder so viel. Soll ich dir meinen Account nachher mal scheren, damit du mal das zocken kannst heute Nacht? Also warte, ich mach jetzt mal ganz kurz hier Prestige einfach mal, so, weil warum nicht? Rang zurücksetzen. Zombies zurücksetzen. Fortschritt behalten. Prestigebelohnung. Klassenplatz. Und da bin ich wieder. Wie sieht denn der nächste Prestige aus? Auch schön. Das ist ja noch wieder alles gesperrt, aber. Genau, ich kann ja wenigstens hier nochmal hier wieder meine. Aber das mache ich gleich off-cam, mache ich das alles gleich. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, außer. Moment. Nein, nein, nicht zu laut, nicht zu laut. Dass ihr Gecko LPs Kanal abonnieren sollt. Ansonsten komme ich zu euch nach Hause und radiere euch aus. Ausradierer? Oh Gott, ey, ich hatte gerade eine Wimper in meiner Tasse drin, ey, oder so, eine Augenbraue, ey. Ui. No.